Passt doch überhaupt nicht zusammen. Das passt doch nicht. So ein Scheiß. Da war ja eigentlich mal wegen des hohen Preises schon aussortiert. Das ist zu eng, würde ich fast sagen. Ich habe schon Schuhe an, aber... Ich habe das Gefühl, ich habe in diesem Fahrzeug noch mehr Platz. Hey, das ist doch kein Zufall. Schaut mal hier. Adria. Und Euromobil. Das sind ja unsere Favoriten. Jedenfalls vor der Messe. Mal sehen, wie es dann nach der Messe sein wird. Das Coole ist ja, wenn man so ein Presseticket hat, dann kann man hier schon durchrennen, wenn es noch gar nicht offen hat. Also die offizielle Öffnungszeit, es geht ja erst um 10 Uhr los, ganz schön spät eigentlich. Und ich mache mich jetzt schnell zu einem Fahrzeug, wo ich vielleicht nochmal ganz in Ruhe filmen kann, wo man sonst anstehen müsste. Ich freue mich. Hier ist wieder euer Rudelcamper Uli. Und wenn euch jetzt die Suche nach unserem perfekten Wohnmobil gefällt und euch das interessiert, dann bleibt doch am besten dran. So, schnell mal kein Coupé-Einstieg. Schnell mit dem Trend S. Nach hinten eine Stufe. Ich mache mal auf Weitwinkel. Die Dusche dafür offen, das ist an sich nicht schlecht. Okay, bei dunklem gibt es wichtig hier. Kann drin stehen, wichtig. Okay, Bad. Okay, wir machen hier so einen schnellen Einblick. Auch nicht schlecht hier vorne. Ja, hier haben sie das bis hier gezogen. Ja, wenn du hier ein Teppich hinmachst, passt das. Das ist nicht schlecht. Echtes Navi von Mercedes, nicht irgendwas anderes. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ist aber, glaube ich, einfach zu preisintensiv, oder? Na. 15 Kilo. Der hat halt eine Dieselheizung. Jo, einmal drehen. Und dann schauen wir nochmal in den Hängeschrank. Okay, müssen wir genau in die Mitte greifen. Schön unterteilt. Hui. Okay. Da ist noch Technik. Das ist das Höhenkit, ne? Das wird das Höhenkit sein für die Heizung da hinten. Okay. Sehr schön. Gefällt mir. Schauen wir mal auf den Preis. Grundpreis 91.000, so wie hier steht 125.000. Ja. Da war ja eigentlich mal wegen des hohen Preises schon aussortiert. Schauen wir mal in die Garage noch. Riesig. Okay, mit Gasdruckfeder hier. Hier ist riesig. Da drüben nur eine kleine Außendusche. 350 Kilo, das ist super. Ah, und das riecht nach Neuwagen. So, ich habe mich mit letzter Kraft in den Moveo geschleppt. Und Doppelboden, Stufen ohne Ende, also nichts für unsere Hunde. Eigentlich deswegen fällt er dann schon raus. Schaut mal, hier, Fahrerhaus, das ist doch Mist. Voll unnötig. Da ist eine Stufe, also von wegen doppelter Boden. Und da auch wieder nur wegen dem Hubbett wahrscheinlich. Ja. Mal einmal drehen. Kurz und dirty, quick and dirty. Ja, ist jetzt nicht so mein Ding.
bin hier gerade am Stand von Pilote. Da springen wir mal schnell rein, weil Pilote hatten wir auch auf dem Zettel. Maar bij dit model is er onder de zetel beperkt. Schauen wir mal. P746FGJ, so wie hier steht, 81.000 Euro. Ich spring mal gleich rein. Coupé-Einstieg. Stufe. Und irgendwie habe ich ein Déjà-vu, als wäre ich schon mal in so einem gewesen. Die Griffe ja auch. Schauen wir mal hier nochmal rein. Immerhin, es gibt immer mehr Fahrzeuge mit Face-to-Face. Wenn nur das hier nicht wäre, das ist natürlich total blöd für die Hunde, ne? Weil genau da würden die ja liegen. So. Auf C3 in dem Fall. Mit einem Grund, warum er ein bisschen günstiger ist. Was hat er denn für eine Heizung überhaupt? Ja, zumindest die Heizung ist an der Stelle, wo sie sein muss. Jo! Hoffentlich haben die den richtigen da. So, Crosser von Mobiwetter, den werde ich euch mal kurz zeigen. Der kommt für uns auch in Frage, hat nämlich auch einen Face-to-Face-Grundriss und Doppelboden. In der Heckgarage an. Das ist der Crosser P86 mit unserem Grundriss. Fiat hier mit 160 PS, das kostet extra. Und schauen wir schon mal rein. Das ist das hier, was mir nicht gefällt. Und der Stefanie garantiert auch nicht. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das passt doch nicht. So ein Scheiß. Das ist auch hier, dieses Hochglanz ist auch ätzend. Ja. Kann man das noch machen? Ja, genau, der war das. Ja, aber guck mal, hier hast du, siehst du, die Dusche hat halt, finde ich, den Abkassenausschnitt. Deswegen ist die eben finde ich besser, das Konzept. So, machen wir hier weiter. Kommt halt immer mal wieder einer. Hier haben wir die Truma, das Bedienteil, naja. Okay. Großer Kühlschrank. Gucken wir uns mal die Küchenkork an. Okay. Schublade. Da liegt schon Müll drin, ja, super. Und hier eine Klappe. Mit den Absperren, das ist natürlich cool. Da musst du ja fast nie ran, da kann der Hund liegen. Vorausgesetzt, du musst nicht hier ständig dran. Oh, unterteilt, auch sehr schön. Ja, die Polster. Aha, klar. Baumäßig. Geil ist, dass hier kein Hochbett drin ist. Das heißt, entsprechend großzügig wirkt das. Hat hier auch ein
Okay, hier ist eine kleine Stufe. Ha. Hier ist eine Stufe, die ist Fuß hoch. Hm. Okay, könnte man sich so ein bisschen auskleiden. Schauen wir mal hinten nochmal. Hier ist noch eine Klappe. Okay, was haben wir hier? Jawohl. Zwei Abläufe. Oh, das sieht eng aus. Das testen wir mal direkt. Hier ist es auch. Also, das ist ganz schön eng. Ich bin 1,90. Das ist zu eng, würde ich fast sagen. Ich habe zwar Schuhe an, aber dafür gibt es hier eine Regendusche. Nächste Stufe. Okay. Seht ihr das? Da ärgere ich mich richtig. Ehrlich, da ärgere ich mich richtig. Sonst so schön, aber das ist doch vermeidbar. Dachluke. Also schauen wir nochmal hier, haben sich schon die Erweiterung geklappt oder was? Ja, die große Dachluke. Und hier nochmal. Und da sollen wir gucken, ist das die Heizung? Es wirkt fast so, als wäre da die Heizung. Schauen wir gleich nochmal, dann ist es eben no go. Jo, da sieht man es nochmal, Heizung unterm Bett. Okay, ein paar Sachen sind dann mir gar nicht gefallen. Heizung, zwar eine alte Heizung, aber die Heizung unterm Bett. Doppelter Boden, aber es gibt trotzdem Stufen im Fahrerhaus und auch im Bad. Die Dusche ist viel zu niedrig, wir haben so eine Regendusche reingemacht, aber das ist niedrig. Schade eigentlich, weil Preis-Leistung ist echt top, aber das sind so ein paar Sachen und das Dekor auch, das geht irgendwie so gar nicht. Also für uns kommt da nicht in Frage. Immerhin wieder einer, den wir von der Liste streichen können. So, Gran Duca von Rollerteam, selbes Spiel. Habe ich voll das Déjà-vu. Sieht aus wie Mobilwetter. Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil Mobilwetter ist durchgefallen und der Rollerteam, der sieht praktisch genauso aus. Der Leica hat überrascht, aber der ist auch intensiver vom Preis her. Bleiben noch Euron Atria, die für uns persönlich jetzt interessant sind, mit doppeltem Boden, Face-to-Face-Grundriss, das, was wir haben wollen. So, vielleicht schaffen wir noch einen, bevor der große Ansturm losgeht. Aufstürme ich mal in Halle 10, da stehen ja die meisten, die mich interessieren. Hoppla. Auf geht's. Ja, schnell, bevor der Ansturm kommt. Jetzt habe ich mich hier bei eingefunden. Der sieht ja auch schick aus, oder? Das ist der Atria Coral Supreme 760 DL und kostet als Basispreis 91.899 Euro und so wie er steht 104.569 Euro. Es gibt einen Coupé-Einstieg, ist eigentlich schon auch ein Fastenmuss für unsere Hunde. Da kann der Fernseher hin. Ja, muss man sich dran gewöhnen. Das Bedienteil hier finde ich sehr aufgeräumt bei Arte. Das gefällt mir vom Style her. Hier sieht man alte Heizung. Und dann drehen wir uns direkt mal zu dem, was das Fahrzeug auch ausmacht. Das ist dieser unglaublich viel Platz. Und ich habe das Gefühl, ich habe in diesem Fahrzeug noch mehr Platz als etwa in einem Pilote, den ich mir gerade angeguckt habe mit Face-to-Face-Grundriss. Und hier sieht man jetzt was, was ganz toll beim Atria ist, wofür Atria ja steht. Wir haben hier vorne ein Fenster, was nicht zu öffnen geht, aber natürlich zu verdunkeln, was wir jetzt einfach mal machen. Dann haben wir diese
tollen Lichtleisten hier mit diesen Clips. Da kann man auch ein USB reinklippen, was ich super finde. Und dann haben wir hier ein riesiges Dach nochmal on the top, was man aufstellen kann. Dieses Fahrzeug hat auch noch ein paar Extras. Es war kein Fernseher und kein Radio, dafür aber einen Backofen von Ted Ford. Hier, was ich so liebe an Atria, ist diese geschwungenen Formen hier. Ja, und dann auch diese Zweiteilung hier, da brauchst du eigentlich keinen, brauchst du nichts mehr dazwischen legen, das ist schon echt super. Natürlich Soft Close, auch die Griffe gefallen mir gut. Macht einen tollen Eindruck. Der Schrank auch riesig. Also hier das Aluminium. Sehr schön, sehr aufgeräumt hier auch. Ich bin 1,90. Ich habe hier sportlich Platz. Es ist auch breit genug. Also Duschtest bestanden. Da steht's, was ich euch jetzt zeige. Der neue Profiler T726EF auf Mercedes-Basis. Das macht ihn natürlich ein bisschen teurer, aber nicht weniger geil. Da steht das Schätzchen. Gehen wir nochmal so drumherum, dass ihr den auch komplett seht. So, gehen wir nochmal rein. Hier die Highlights nochmal. Was mir persönlich gefällt, ist diese Küchenzeile, die auch so einen hochwertigen Eindruck macht, dass man das Waschbecken hier so rumklappen muss. Das machen wir jetzt nochmal. Das ist das, was ja, wo sich die Geister scheiden. Man muss ja auch hier den Hahn dann immer hoch machen. Ja, aber das muss man dann in Kauf nehmen für diese wunderschöne Platte und diese Schränke dazu auch. So geschwungen, es ist super. Und für den einen oder anderen, das sind die Gashähne. Und da sieht man auch nochmal ein Stück Wassertank. Für den einen oder anderen vollkommen uninteressant. Hier ist natürlich dicht wegen dem Tank, aber für unsere Zwecke ideal, weil hier der Hund liegen könnte. Mercedes, das ist hier nicht das Original Navi verbaut, da wird dann Geld gespart. In dem Fall. Das Fenster vorne ist nicht ganz so riesig, aber supi. In dem Modell auf Mercedes-Basis ist automatisch kein Hubbett. Es gibt kein Hubbett für uns top. Hier im Venti schon drin. Nochmal hier. Ich mag das Fahrzeug einfach. Der Boden ist gewöhnungsbedürftig von der Machart her. Es sieht schon ein bisschen billig aus, aber wir machen uns eh, passt aber gut zu den Möbeln, Polster. Wir machen uns aber eh einen Teppich dorthin. Jetzt schauen wir nochmal nach hinten rein. Ich wollte mich noch ins Bad zeigen. Oh, sehr schön dekoriert. Schaut euch das an. Und dann wollte ich noch, dann gehe ich nochmal mit euch in die Dusche rein. Ich schreibe hier was schnell zeigen. Da ist noch eine Steckdose drin. Und der Test. Ja, ich bin nicht begeistert davon, weil ich hätte hier lieber ein Fenster, wenn ich ehrlich bin. Wohl ein Kritikpunkt. Ich habe was gefunden, was mir am Eurer nicht gefällt. Wahnsinn. Das ist doch mal was. Ich passe rein, ich bin 1,90, ich habe Schuhe an, hier liegt noch ein Brett drin. Aber es ist schon echt knapp. Also für mich war es das jetzt wirklich gleich. Ich will jetzt noch einmal in den Leica reingucken, weil der mich ja überrascht hat. Und den hatten wir ja noch nicht auf dem Zettel. Auch wenn er vielleicht ein bisschen preisintensiver ist, müsst ihr nochmal genau mir angucken, die Details. Und dann werde ich mir endlich die Beine hochlegen. So, gehen wir mal rein. Coupé-Einstieg, doppelter Boden, Klapptisch. Ein Hubbett. Ja. Okay. 4 Ducato 8. Ja. Oh, very nice. Jetzt nichts anderes wie alle anderen auch.
nicht so viel Platz ist. Schublade mit Besteck. Hier ist der Fernseher. Ich gehe in den hinteren Bereich, da können Sie vorne. Von Leica, der EcoVip L4009DS. War warm da drin, im Schnelldurchgang. Ich hoffe, hat euch gefallen. Also, da kommt es in Frage, ich so, wie ich befürchtet habe. Okay, Preis. Ah, Stefanie hat ihn nicht gesehen. Das ist natürlich echt doof. Also, wie ihr steht hier, 123.000, 88.000 im Grundpreis. Tja, Freunde des Campings, das war mein Rundgang auf dem Caravansalon. Das ist, super anstrengend. Ich bin ja seit ganz früh auf den Beinen. Und ich sitze jetzt hier im Euramobil. PT726EF und ehrlich. Gut, Stefanie ist nicht dabei, aber das ist, glaube ich, unser perfektes Fahrzeug. Mache ich wahrscheinlich noch mal ein anderes Video zu, auch noch zu anderen Fahrzeugen, die ich hier gesehen habe. Und zu einem oder anderen Themen mal sehen. Das soll es erstmal gewesen sein für jetzt. Macht's gut und nicht vergessen zu abonnieren. Und ich hab und die Glocke drücken und natürlich auch gerne den Daumen hoch und ehrlich, das habe ich mir wirklich heute wirklich verdient. Danke euch. Ciao.